Ah ja, festige Schnelligkeit haben wir gleich. Boah, wir haben jetzt alles über 100 Punkte. Wie geil ist das denn? Wie viel wiegen wir gerade? 430 Kilo nur noch. Cool. So, Ratte. Hallo. Du wiegst eh noch 100, oder? Bleiben? Ja, ich hatte nur große Quarmeier. Okay. Wir speichern und jetzt geht's da wieder runter. Weil eigentlich dürften... Ah doch, es sind... Okay, das könnte es gewesen sein. So, Skelett fürs zweimal nur zweimal Knochen mehr? Okay, das war schon ein bisschen wenig. So, da hinten war ja nichts. Gut. Nein, Mist. Ahnengeist, Ektoplasma. Muss ich da überhaupt noch hin? Das ist ja, glaube ich, West, oder? Nein, verlassene Gruft. Boah. Bin ich da rein? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Ich werde doch mal überall hingehen. Ich sehe jetzt erstmal noch... Ah, gewöhnlicher Sehnstein. Ich sehe jetzt erstmal noch mal bei West nach. Nichts. Nur mal kurz reinlunzen. Ob da irgendwas war. Ah nein, da war das Schwarzpfeil. Die Schwarzpfeilbande war da drin. Treffer. Der lebt doch. Ein Licht. Okay. Ah, einer noch? Tot. So, niederer Sehnstein, Abfall Knochenmehl. Licht. Knochenmehl. Ah, einer unserer Eisenpfeile und Eisenkriegshammer. So, da geht's jetzt zur verlassenen Gruft. Da gehe ich jetzt mal hin, bevor ich in den Osten reingehe. Ach, hier liegen auch noch ein paar Leichen. Und je mehr hier herumliegen, desto einfacher wird es später, wenn wir dann den Priester mitnehmen. Hier war ich tatsächlich noch nicht drin. Dann sehe ich mich jetzt hier um. Speichere aber vielleicht vorher. Moment mal, war das nicht da, wo es nicht weiter... Ja, genau. Das war hier, wo es nicht weiter ging. Okay. Also hier ging es nicht weiter. Dann... Ich dachte wirklich nur noch Ost. Ha! Dann gehen wir jetzt in die Ostkanäle. Plasma. Fast. Ah, da hinten. Ach, jetzt geht er plötzlich rechts lang. Wurde das vom Stein abgeblockt? Ah, jetzt treffen wir ihn. Mal Knochenmehl. So, Ostkanäle. Da liegt schon jemand. Ah, nee, kann ich mich noch erinnern. So, hier geht's in die Teppekanäle.
sind die Tempelkanäle. Ach, das sind die beiden Türen. Ah, bin ich blöd. Okay, sieht aus, als hätten wir hier nicht alles erkundet. Tempelkatakomben. Da geht's zu den Tempelkatakomben. Und das führt beides dann weiter irgendwie. Wir gehen mal kurz hier weiter. Oh! Sieben Knochenmehl, gewöhnlicher Seelenstein. Ah, hier war nichts. Okay. Und da geht es auch gar nicht so darüber. Interessant. Au. Dann geht's hier weiter. Die Katakomben möchte ich jetzt gerade mal eben noch nicht. Okay, dann halt erst der da. So, fünfmal Knochenmehl. Dreimal Knochenmehl und ein Eisenpfeil. Ah, da unten liegt auch schon jemand. So, und hier gibt's Tempelgärten. Okay, also Tempelkatakomben oder Gärten. Und ich glaube, ich bin in die Katakomben gegangen, oder? Oder war ich schon in den Gärten drin? Nein, hier war ich noch nicht. Dann hebe ich mir das noch auf. Dann gehen wir jetzt in die Katakomben. Machen wir da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Aua! Dreimal Knochenmehl und ein niederer Seelenstein. Hm. So, es ging, glaube ich, hier rechts und dann hier links entlang, oder? Ja, ich glaube schon. Da liegt noch eine Leiche, ein Skelett. So, siebenmal Knochenmehl und unser Eisenpfeil. Noch einer. Ein Ahnengeist. Ektoplasma und ein Eisenpfeil. So, und da sind jetzt die Tempelkatakomben. Genau. Ah, das ist das hier. Und da ging es dann nur hier weiter. Genau. Da gibt es seinen Tempel schreien? Zweimal. Okay. Der lebt noch. So, viermal Knochenmehl, niederer Seelenstein und einer unserer beiden Eisenpfeile. Erze. Ein Ahnengeist. Ein großer Ahnengeist. Wohl großer Ahnengeist. Ah, Ektoplasma. So, wir sind damals, glaube ich, nicht hier entlang gegangen. Doch, sind wir. Da geht's zum Tempelschrein. Ich gehe mal kurz auch hier entlang. Mich nur ein bisschen umsehen. Ich möchte erstmal hier alles erkunden, nochmal mir ein Bild machen. Okay, also es geht hier nur zum Tempelschrein.
Ich gehe da noch mal kurz rein, um zu sehen, wo ich da auf der Karte bin dann. Okay, ich bin hier bei den Tempelkatakomben. Und dann gibt es hier noch mal Gruft und auch noch mal Katakomben. Ich schätze mal, dass ich dann da drüben auftauche. Wenn ich jetzt da hinten, hier darüber gehe. Irgendwie habe ich jetzt so Mikro-Lags. Kann das sein? Der Kriegsfürst mit dreimal Knochenmehl. So, dann gehen wir jetzt da drüben hin. Okay, also weiter geht's hier tatsächlich auch nicht. Und jetzt sind wir genau hier. So, jetzt weiß ich nicht. Haben wir hier schon alles erkundet? Aber wir haben hier sogar Schluss gemacht, oder? Ja, genau, wir haben hier Schluss gemacht bei den... Oder? War doch irgendwo ganz viele Adamanterze. Hm. Sind die jetzt weg? Gehen wir mal hier nach oben. Hier ist die Gruft. Alte Metalltür. Und da sind wir dann, glaube ich, auch noch mal kurz vorbeigegangen. Genau. Unheilige Akolyt. Hier ist ja dieser Schrein. Und was haben wir hier? Alte Metalltür. Ach, du Heilige. Das haben wir gar nicht aufgemacht. Da geht es ja noch weiter. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich sehe mich jetzt erstmal nochmal unten um. Ich möchte wissen, dass es hier sonst nichts mehr gibt. Und bevor wir die jetzt öffnen. Dann ging es ja hier weiter noch. Tempelkatakomben. Genau, das heißt, wir haben jetzt alles. Wie habe ich das Gefühl, das sind wieder Mikro-Lags. Ich weiß nicht, ob ich die Tür jetzt schon öffnen sollte oder erst später. Wenn der Priester da ist. Ich mache es vielleicht nur noch schlimmer und entweihe das hier. Soll ich speichern? Ich speichere mal. Bist du? Unheilige Akolyt. Unheilige Akolyten sind böse. Leb wohl. Tagebuch oder Aktualisierung? Ich habe den letzten der Unheiligen, jener Liche, die den Schrein der Toten bewachen, getötet. Oh, interessant. Cool. Dann ist es jetzt also friedlich hier. Knochenmehl, zweimal Eisenpfeile. Oh, kommen wir rein. Was war das? Also ich muss den ja irgendwie töten, also muss ich da auch irgendwie rein, glaube ich. Deswegen scheiß drauf. Ich speichere nochmal. Was war das? Kam das gerade aus den Säulen? Das ist eine Falle. Wenn ich jetzt hier reingehe. Nee, das war's. Lol, das war eine einmalige Falle. Was für ein Scheiß ist das denn gewesen? Okay, warte mal. Kann es sein, dass ich schon wieder... Ich habe schon wieder die hier.
die ist doch unendlich. So werden wir nicht leichter. Ich nehme mal die Kerzenstelle Bambus hier. Ja, so. Tempelgärten, aha. Also wir haben hier jetzt hier die Tempelgärten und dann die Tempelgruft. Mit den Tempelgärten würden wir wieder zurückkommen, deshalb gehe ich jetzt mal in die Tempelgruft. War da gerade was? Oh, nein. Wahrscheinlich wäre es sogar geplant gewesen, dass wir durch diese Tür überhaupt hier reinkommen. Und ich gehe halt einfach den anderen Weg. So, das ist die Tempelgruft, oder? Ja. War ich hier auch schon? Ich glaube es nicht so richtig, aber wer weiß. Skelettkriegsfürst, das sieht sehr nach uns aus. Ein Licht. Noch mehr, ein Eisenfall. Das sieht sehr stark nach uns aus. Ah, sind da die Adamanterze, wo wir zu schwer geworden sind? Knochenmehl und ein Eisenpfeil. Ich mach mal sicher über den Bambus lieber weg. Nachher wird's wieder laut. Ich geh jetzt diesmal erstmal hier entlang.